erfahrene Heimat schon an der Zeiten mit drin haben. Für mich hat sich die Frage immer wieder auch in unserem Projekt, das wir in Ring Outlook machen, gestellt. Was passiert, wenn diese Gruppe ausstirbt, das kommunikative Gedächtnis hält? Man sagt so ungefähr 3 Generationen. Wer übernimmt dann sozusagen dieses Thema für sich? Insofern fand ich das sehr gut, dass wir das heute auch hier in diesem politischen Rahmen besprochen haben. Denn das Thema befindet sich schon relativ stark natürlich nur in einer politischen Ecke. Meiner Meinung nach kann man dieses Thema verschiedener aus dieser Ecke herausnehmen, indem man die Zeitzeugen tatsächlich jetzt noch zu Wort kommen lässt. Und zwar nicht isoliert hier auf der bayerischen Seite, sondern indem man versucht, die tschechische Seite einzubeziehen, die Geschichte tatsächlich multiperspektivisch zu betrachten, viele Stimmen zu Wort kommen zu lassen und es nicht einfach einer politischen Rhetorik zu Ja, für mich war das Interessante an diesem Workshop, dass wir, also zum einen, aus Ihrer Arbeitserfahrung berichtet, durch die persönlichen Begegnungen das Moment der Versöhnung ist. Und ich glaube, dass diese menschliche Versöhnung auch die Grundlage ist für eine politische Aussöhnung und damit eben auch für, also für ein gemeinsames europäisches Vorgehen. Und wir Grüne haben natürlich mit dem Thema Heimatvertriebene auch so politisch unsere Probleme, weil die meisten sogar für reaktionär und sturzkonservativ gelten. Aber da nochmal genau hinzuschauen, was gibt es denn an Gemeinsamkeiten auch mit den Flüchtlingen, den vertriebenen Migranten heute und den damaligen Vertrieben? Was kann man vielleicht auch von der Integrationspolitik lernen, was vielleicht auch nicht? Was ich fand es sehr schön, was Sie zum Schluss gesagt haben, obwohl die Heimatvertriebenen, die Sudetendeutschen, die Schlesier, ja doch, Sprachen, eigentlich als Deutsche galten, gab es aber auch diese Abwehr und Ausgrenzung. Also wenn es nicht die deutsche Sprache ist, die Teilhabe ermöglicht und die Anerkennung als Gleiche, als Gleichwertige, was ist es dann? Und wo Sie gesagt haben, wir müssen die kulturelle Differenz anerkennen. Das ist der zentrale Punkt, die Anerkennung der kulturellen Differenz. Und das ist für mich sehr wichtig, natürlich auch für die aktuelle Integrationspolitik, dass natürlich Sprache und Staatsangehörige, alles wichtig sind, aber der zentrale Punkt, wie Integration gelingen kann, ist, dass die gesamte Gesellschaft sich als kulturell verschieden, die kulturelle Differenz anerkennt. Ich glaube, das ist das, was in diesem Workshop als Ergebnis rausgekommen ist.